Herzlich willkommen zu unserem Wochenmagazin Frastanz Aktuell. Freuen Sie sich nun wieder auf aktuelle und unterhaltsame Beiträge aus unserer Marktgemeinde. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Das Funkenwochenende 2024 ist auch schon wieder Geschichte. Wir waren beim Funken in Fellengatter dabei. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe von Dabei gsi. Ich stehe hier am Funkenplatz in Fellengatter, wo hinter mir schon Feste geschaffen wird. Was da alles zu organisieren ist und wie das genau abläuft, bis so ein schöner Funken steht und was heuer alles auf dem Funken geboten wird, das erfahren wir jetzt. Bei mir ist jetzt hier der Thomas Filz, Obmann von der Funkenzunft Fellengatter. Und im Hintergrund, wie wir sehen, entsteht ja schon ein schöner Funken. Was sind denn so die Eckdaten und Besonderheiten heuer vom Funken? So, zuerst mal danke fürs Kommen, danke, dass wir uns präsentieren dürfen vom Funker Fellengatter. Im Hintergrund sind wir gerade am Bauen, es ist jetzt kurz nach Mittag, also wir haben noch eine kleine Arbeit. 2 Stunden werden wir noch Mittagessen brauchen. Wir verarbeiten circa 250 bis 350 Belka. Von der Höhe her sind wir nur so groß als wir früher. Wer der alte Funker kennt, der weiß, dass man ganz große Funker baut und über 20 Meter. Höher werden wir irgendwo so bei 12, 13 Meter landen. Aber auch das reicht. Das reicht vollkommen aus. Und wir sind auch schon im Alter, wo wir froh sind, dass wir nur so viele Meter mehr machen müssen. Alle sind schon gespannt und es gibt natürlich wieder ein tolles Programm, oder? Ja, selbstverständlich haben wir wieder das bekannt tolle Programm dort in Fellengatter. Es beginnt eigentlich mit der Einheimischen schon heute Abend, wenn wir die Funkerwache machen müssen. Also wir müssen ja der Funker die ganze Nacht bewachen und da sind immer ein paar Fellengartner dabei, wo mit uns einfach gemütlich zusammenhocken durch die Nacht, ich glaube, was mit uns trinken und die Funkerwache am Lagerfeuer mitmachen. Morgen geht es dann bereits tagsüber los, also die Bewirtung ist schon am Nachmittag da. Das richtige Programm startet dann um 18 Uhr mit dem Kinderfackelzug. Danach wird der Kinderfunken angezündet mit einer Kinder, die den Funker aufgebaut haben. Danach gibt es das bekannte Kinderklangfeuerwerk und nach dem Feuerwerk wird dann der große Funker entzündet. Hier haben wir natürlich schon noch ein besonderes Highlight, weil ja bekanntlich die Volksschule mit dem Ende des Schuljahres abgerissen wird. Darum haben wir die legendäre Afterparty mit der Liveband Sturmfrei.
heute das letzte Mal in der Schule und sind wir schon gespannt, was wir denn nächstes Jahr, wenn wir keine Räumlichkeiten mehr haben, vorstellen, aber wir lassen uns auf jeden Fall wieder was einfallen. Fürs Kulinarische ist natürlich gesagt, es gibt ein Glühwein, Glühmost, offenes Bier, Würst, natürlich die ganz bekannte Funkerküchle. Also es ist für jeden was dabei und wir freuen uns auf einen zahlreichen Besuch. Heute ist das Wetter genial, morgen soll es vielleicht ein bisschen regnen in der Nacht, aber es schaut so aus, dass morgen noch trocken ist. Also komm vorbei und feiern mit uns den Funker. So, jetzt alle Kinder langsam zum Funker laufen. Unter der musikalischen Begleitung vom Musikverein Fraßstand sollen wir jetzt den Kinderfunkentzünder. Jeder soll sich einen Kuss suchen und kann ein paar kleine Heber ganz unterm Ester auf meiner Höhe. Ein riesiges Dankeschön an Martin Johannes und ihm Dankeschön, Applaus bitte! Die Einwohnerzahl der Marktgemeinde Fraßstanz steigt. Ende Jänner 2024 waren mit 6.692 Personen um rund 1% mehr Menschen mit Hauptwohnsitz gemeldet als vor etwa 2 Jahren. Aufgeteilt auf die Nationalitäten sind etwas über 75% österreichische Staatsbürger. Insgesamt ist Fraßstanz Heimat für Menschen aus 80 Nationen. Nun ein kurzer Ausblick auf kommende Termine. Soa Theater, die Fraschner Bühne, bringt ihr neues Stück ab Samstag, dem 2. März, im Adalbert-Welte-Saal auf die Bühne. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Alle Infos dazu gibt es hier auf 3schwestern.tv und auf der Homepage der Fraschner Bühne.
Die Verwandlung vom Mädchen zur jungen Frau ist eine aufregende Zeit. Das Puppenspiel vom Mädchen zur Frau am Samstag, dem 9. März im Domino, handelt davon und richtet sich gezielt an Mädchen von 7 bis 12 Jahren. Die Vorführung findet von 14.30 Uhr bis 17 Uhr statt. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl wird um Anmeldung bis zum 29. Februar gebeten. Wir sind nun am Ende unserer Terminübersicht. Jetzt wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Frastanz Aktuell. Regelmäßig informieren wir Sie hier über den aktuellen Stand der Bauarbeiten an der Saminerbrücke. Wir konnten kürzlich wieder mit dem verantwortlichen Bauleiter des Landes sprechen und uns vor Ort ein Bild machen.
Marco Meyer, du bist seitens des Landes der Bauleiter für diese Baustelle Neubau Saminerbrücke Frastanz. Ende 2023 sind wir das letzte Mal da gestanden, da ist noch ein Teil von der alten Brücke gestanden. Seit dort ist viel passiert, oder? Das kann man wirklich sagen. Ab dem Zeitpunkt haben wir die ganze Tiefengründung innebracht noch. Und die vorbereitende Kopfbalken, die Widerlager hergebracht. Ursprünglich war noch geplant, vor Weihnachten, dass wir noch das Lehrgerüst reinkriegen. Aber im November war es sehr regnerisch und wetterbedingt, dass wir es den gleich Anfang Jänner hergekriegt haben. Und wir haben jetzt recht viel witterungsbedingt aufholen können. Das Lehrgerüst und die Schalungen zum Erstellen. Und jetzt stehen wir da und können die Tragwerksbetonage heute live erleben. Das heißt, ab heute ist die Verbindung vom Ufer, vom Widerlager Seite Frastanz und Richtung Feldkirch wiederhergestellt. Es ist eine Riesenbaustelle, muss man sagen. Wir haben heute schon kurz geredet. Es wird betoniert. Von wie viel Kubik Beton reden wir denn heute? Wir reden heute allein vom Tragwerk selber 182 Kubik Beton. Mit dem ganzen Eisen, was drin ist, man hat ca. 25 Tonnen Eisen reingelegt. Kann man umgerechnet auf ein Gewicht, was heute eingebracht wird, von umgerechnet 480 Tonnen. Die Schalung ist so konzipiert und die Art der Schalung, dass statisch bedingt eine Überhöhung auch eingeplant ist. Das heißt, unter der Betonage heute geht die gesamte Schalung 4 cm. Wir machen heute auch noch eine Frischbetonprüfung. Bei jeder Betonage muss man natürlich die Frühfestigkeit auch im Auge behalten. Das heißt, man muss ca. 28 Tage oder 30 Tage lang jetzt warten, bis das ausgehärtet ist, dass man überhaupt daran denken kann, dass man ausschalen kann. Mit der Würfel, mit der Frühfestigkeitsprüfung könnte es sein, dass wir eventuell in 3 Wochen schon die Frühfestigkeit haben und ausschalen dürfen. Wäre natürlich wieder eine Woche Zeitgewinn, das gibt aber den der Statiker vor. Und den sollte unter der Schalung, wenn man die Schalung rausnimmt, nochmal 4 cm runtergehen. Das ist so gerechnet vom Gewicht her. Also wir haben gegenüber dem heutigen Stand geht die Brücke, das ist aber alles eingerechnet, nochmal 8 cm runtergehen. Die Firma Thomas Seele Gabriel Bau ist da sehr engagiert. Sie sind fließig, sie sind fast bei jedem Witterungsverhältnis am Schaffen. Das habe ich schon festhalten dürfen. Und sie kommen, wie du siehst, zügig voran, oder? Ja, ich muss auch mal ein Lob aussprechen der jungen Truppe von Matthias Frank von Polier. Er hat das toll im Griff, immer dran. Und so wie es ausläuft, sind wir sehr, sehr gut im Zeitplan. Apropos Zeitplan, also heute wird die Verbindung geschaffen zwischen Frastanz und Feldkirch. Wie geht es denn weiter? Jetzt müssen wir natürlich, was das Tragwerk angeht, warten, bis die Aushärtung erfolgt ist. In der Zwischenzeit macht man im Randbereich die Schleppplatten, der Übergang zur Brücke. Man fängt schon an in den Rampenbereichen mit den Entwässerungen, die man neu machen muss, und Schlammfängen etc. Und wird dann in 3 Wochen, mit der sobald es mal zulässt, für die Restfeuchte und für die Tragfähigkeit, die Brückenabdichtung aufbringen. Wir haben damals davon geredet, dass es wahrscheinlich, so wie es ausläuft, im Juni 2024 denn vielleicht schon möglich ist, dass Verkehr über die Brücke rollt. Ist das immer noch realistisch? Das ist immer noch realistisch. Wir schauen da guter Dinge entgegen. Und so wie es heute auslagert, wir haben natürlich immer noch ein Restrisiko, wir wissen noch nicht, was kein wetterungsbedingt. Aber der 30.06. mit der Verkehrsfreigabe, der steht auf jeden Fall. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen. Die Fastenzeit hat begonnen. Viele wollen ihrem Körper durch bewussten Verzicht etwas Gutes tun, wissen aber nicht wie. Wir haben letztes Jahr mit der Ernährungsberaterin Sigrid Dockal über das Thema Entgiftung und Entschlackung gesprochen.
Hierzu ein paar Infos. Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer von Drei Schwestern TV. Ich darf euch heute begrüßen aus der Praxis von der Sigrid Dockerl. Sigrid, herzlichen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Mein Besuch bei dir hat aber einen Grund. Und zwar, wir möchten heute über das Thema Entgiftung und Entschlackung reden. Vielen Dank, dass du dich dafür interessierst, und ich gebe euch gern also meine Erfahrungen weiter. Meine Erfahrungen teile ich sehr gerne, weil ich mir ein kleines Repertoire zurechtgelegt habe, wo ich die Leute gut unterstützen kann. Es ist ja so, Sigrid, ich habe gesehen, wir sind bei dir in der Praxis. Das heißt, du hast auch, ich sage auch darum, weil du einen ganzen Haufen Ausbildung hast, aber du hast auch in diese Richtung Ausbildungen, die du zur Verfügung stellst, damit Leute dieses Entgiften, Entschlacken professionell unter Anleitung auch bei dir machen können. Da bin ich ja ganz stolz drauf. Ich habe vor ein paar Jahren ein weiteres Standbein dazu genommen, das ist der psychologische Berater. Finde ich, ist ganz ein wichtiger Teil, während der Entgiftung und während der Entschlackung oder während des Fastens eine Begleitung zu haben, die auf dem Bereich unterstützen kann und vor allem begleitet. Dann widmen wir uns gleich einmal dem Thema, warum ich da bin, Entgiften, Entschlacken. Es ist ein Thema, wo vielen bekannt ist, viele haben es vielleicht schon probiert, vielen ist es gelungen, vielen ist es vielleicht auch nicht gelungen. Viele nehmen einen Zeitpunkt her, wo sie sagen, jetzt möchte ich es machen, zum Beispiel in der Fastenzeit oder wie auch immer. Oder es gibt vielleicht gesundheitliche Aspekte, die es erforderlich machen. Wenn ist denn deiner Meinung nach ein günstiger Zeitpunkt, um eine Entgiftung, Entschlackung vielleicht einmal probieren oder machen? Also das ist natürlich jetzt in der Fastenzeit ein guter Zeitpunkt, weil das einfach viele machen und wir wissen ja, alles was in Gruppen passiert, geht leichter, weil alle das gleiche Thema haben und das ist eine Unterstützung von außen, wo einfach mithilft. Ich finde immer, wenn ich jetzt keine körperlichen Beschwerden habe, macht es Sinn, dass ich zweimal im Jahr einmal ganz bewusst zurückschalte. Und schau, was brauche ich denn? Was ist jetzt wirklich das Wichtigste? Wie kann ich meinen Organen Entlastung bieten? Wie kann ich eine Entlastung bieten, die sinnvoll ist für das Organsystem? Und wie kann ich mich einfach auch geistig fit halten? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also wir wissen ja, dass um sich überhaupt Schlacke bilden zu können, müssen ja immer Säuren da sein, die in Fett gebunden sind. Und wenn Säure in Fett gebunden ist, lagert sich das im Gewebe ab, im Fettgewebe meistens. Oder in der Knochen kann es natürlich auch sein, wenn es wirklich über viele Jahre ist. Und die zum Ausscheiden, das ist ein bisschen ein Prozess. Also da braucht man in erster Linie viel Ruhe, dass wir uns wirklich darauf einlassen können und ein Programm, wo das Ganze gut unterstützt. Das heißt, es ist eigentlich, wie soll ich das formulieren, etwas sehr Umfangreiches. Das heißt, natürlich der Körper, wo diese Säuren und diese Schadstoffe in sich trägt, aber der Geist muss natürlich auch mitmachen. Finde ich ein ganz ein wesentlicher Teil, wenn nicht sogar der wichtigste Teil. Der F.X. Meyer hat immer so einen Spruch gesagt, es ist egal, was ihr essen, sondern es kommt immer darauf an, wie ihr es essen. Und da sind wir einfach schon beim Punkt. Wirklich Rückzug heißt, bewusst essen, langsam essen, gut kauen, also 40 bis 60 Mal kauen. Nicht daneben der Radio laufen oder Zeitung lesen, sondern sich wirklich auf das bewusst konzentrieren, was wir machen. Und das ist so der grobe Inhalt von Fasten oder Entschlacken. Und wenn es das wirklich jemand probieren möchte, sei das auf eigene Faust oder unter fachkundiger Anleitung, wie muss man sich diesen Prozess denn vorstellen? Wie fängt das an? Also ich fange gerne an mit zwei Entlastungstagen. Das ist egal, in welche Richtung das ich gehe, aber dass ich einmal ganz bewusst viel trinke und viel vor allem am Morgen trinke. Wir haben 30 Milliliter an Flüssigkeit, also an Wasser, was wir trinken sollten, für einen normalen Stoffwechsel.
Wenn wir entgiften, wenn wir entschlacken, sollte er mindestens 35 Milliliter pro Kilo Körpergewicht betragen. Das heißt, dass ich einmal in den zwei Tagen schon ganz bewusst schaue, dass ich diese Mengen Flüssigkeit kriege. Und in den folgenden Tagen wäre es natürlich wichtig, dass diese Flüssigkeit zur Hälfte bis am Vormittag um 11 Uhr schon getrunken wird. Weil dann einfach die Niere am meisten ausscheiden kann. Und so tue ich das Ganze langsam steigern, dass ich ganz bewusst einfach die ersten zwei Tage viel Gemüse isst, gekochtes Gemüse, auf drei Mahlzeiten aufteilt und schaue, dass dazwischen lange Pausen sind. Und wenn ich dann diese Entlastungstage hinter mir habe und auch diese Entgiftung, Entschlackung dann so fortführe, was passiert denn in meinem Körper? Also in erster Linie geht es darum, dass man zuerst schon mal nachfahren und der Stoffwechsel mal merkt, okay, es ist nicht jederzeit alles zur Verfügung. Das heißt, er muss, wenn er sehr viel Gemüse kriegt, muss er ganz anders verstoffwechseln, ist die Ausscheidung schon ganz eine andere und er muss sich aufs Wesentliche konzentrieren. Der erste Teil von der Verdauung beginnt im Mund. Und je besser wir kauen, je besser wir die Nahrung einspeicheln, umso kleiner kommt es in den Magen. Und je kleiner die Nahrung in den Magen kommt, umso besser kann die so abgespalten, auseinandergenommen werden und weitergeschickt werden, beziehungsweise mit den Leben- und Gallensäften in Zwölffingerdarm mit all anderen Zusätzen, wo der noch kommt. Und wenn diese Prozesse gut stattfinden und zwischen den Mahlzeiten 4 bis 5 Stunden Pause sind, dann müssen die Organe, also gerade Leber, Galle, die ganzen Säfte, die ziehen sich zurück, konzentrieren sich wieder und sind erst dann wieder da, wenn wirklich wieder in der Mundhöhle Nahrung ist, die gekaut wird. Und das ist der wichtigste Prozess, dass die Leber überhaupt anfangen kann, entgiften. Beziehungsweise, dass die Nahrung, wenn sie vermindert wird, dass die Leber oder dass überhaupt aus der Leber Giftstoffe ausgeschieden werden können, weil solange immer wieder Nahrung kommt, tut die Leber nur das, was kommt. Die schafft nur das mit dem, was sie was kriegt. Und wenn nichts mehr kommt, muss sie viel tiefer schaffen. Also wir müssen in unserem Körper quasi auf die Art oder wieder was beibringen, oder? Genau. Genau. Okay. Und wenn ich mir jetzt nach dem Plan richte und diese Entgiftung, Entschlackung wirklich auch perfekt versucht zu umsetzen. Wie lang dauert so eine Entschlackung, Entgiftung, beziehungsweise was passiert vielleicht auch mit mir in der Zeit? Also ich habe eine Zusage gefunden für mich, ich habe zwei Richtungen, die ich ganz gern verwende, und zwar wenn jemand jetzt gern Fußbäder macht, wenn jemand gern Basis schafft in dieser Zeit, dann gehe ich gern aufs Jenjura-Programm. Jenjura hat ein hervorragendes Basenpulver, das ich innerlich und auch äußerlich anwenden kann, also gerade zum Zähneputzen, zum Duschen nehmen kann, wo ich meine Wechselbäder machen kann, wo ich meine Fußbäder mache und meine Hand- oder meine Körperbäder. Ich kann aber auch, wenn ich sage, nein, das mag ich alles nicht, dann mache ich diese basischen Anwendungen über die Nacht. Das heißt, ich tue ein T-Shirt über die ins basische Wasser legen, tue es trocknen und lege es einfach in der Nacht an. Weil sobald unsere Haut anfängt, feucht zu werden, und das tut sie unverweigerlich, dass der Körper schwitzt, kommt dieser Wechsel, dieser Stoffwechsel schon in Bewegung und ich kann das über die Nacht machen. Was dort einfach dazu kommt, das ist der Tee, also das heißt der 7x7 Kräutertee, der tut zuerst schon mal die Schlacken lösen. Also der tut zuerst schon mal am System im Gewebe rütteln und tut diese Schlacken lösen. Und die basische Ernährung, also das heißt einfach gedünstet, gekochtes Gemüse, das ich dann zu mir nehme, das ist das, was es dann schlussendlich in Bewegung bringt und auch die Schlacken bindet, dass es ausgeschieden werden kann. Okay. Und das Basensalz ist dann diese Hilfe, unsere Haut zu aktivieren, dass sie auch wirklich atmungsaktiv wird und natürlich diese Schlacken auch gut ausschieden kann. Wenn ich diese Entgiftung, Entschlackung erfolgreich hinter mir gebracht haben. Wie fühle ich mich denn, wie sollte ich mich denn fühlen danach? Ich höre das immer wieder von meinen Kunden, dass die dann ganz schnell wieder in den Alltag übergehen.
Und es ist schon dennoch wichtig. Also wenn ich jetzt eine Kur mache von 7 bis 12 Tagen zum Beispiel, dann ist es so wichtig, dass ich 2 Entschlackungstage davor habe und dann auch wieder langsam Aufbautage habe. Mhm. Also dass ich wieder einmal eine Kartoffel dazu nehme, dass ich mir mal wieder eine Gemüsesuppe mache. Also die Aufbautage sollten genauso wie am Anfang 2-3 Tage gehen und dann würde ich es langsam steigern. Was nach wie vor bleiben sollte, so lange wie möglich, wenn nicht überhaupt gänzlich, das sind die 3 Mahlzeiten. Und dass ich dazwischen nichts esse, dass ich meine Hauptmenge an Getränk am Vormittag trinke, bis um 11 Uhr. Und dass ich halt bis um 5, 6 Uhr die zweite Menge trinke und noch nur wirklich viel trinke. Mhm. Also wenn ich das beibehalte, dann habe ich schon ganz viel gerichtet. Wenn jetzt jemand diesen Beitrag sieht, und ich hoffe, dass ihn viele Leute anschauen und sagen, und sich jetzt denkt, das möchte ich probieren, aber da brauche ich vielleicht eine Hilfe, tät er die Hilfe natürlich bei dir kriegen, oder? Auf alle Fälle. Und ich würde jetzt so an der Stelle deine Homepage einblenden, das bedeutet, schaut euch einmal an, was Sigrid als anbietet. Über die Homepage kriegt ihr da sämtliche Kontaktdaten und können euch bei ihrer informieren und ganz eine individuelle Beratung kriegen. Und Sigrid, ich möchte mich jetzt an der Stelle ganz herzlich bei dir bedanken. Du hast uns da ein paar sehr wichtige Inputs gegeben, wie Entgifter, Entschlacker laufen kann. Wir können natürlich nie alle Fragen beantworten, weil jeder ist anders und braucht wahrscheinlich, wie gesagt, eine individuelle Beratung. Aber wir haben jetzt einmal ganz einen guten Einblick gekriegt, was das überhaupt bedeutet und in welche Richtung das es geht, wenn man es probiert. Sehr gerne. Danke und viel Erfolg weiterhin mit deiner Praxis. Vielen Dank. Danke. Für heute sind wir am Ende von Frastans aktuell angelangt. Ihre Anregungen und Wünsche nehmen wir gern per E-Mail unter redaktion@dreischwestern.tv entgegen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind. Bis bald und tschüss.